Okay. Durchatmen. Schlossen. Die Tür war gar nicht abgeschlossen. Okay. Und das ist nur eine Zelle hier. Das könnte echt ein Gefängnis sein. Aber es sind keine Magier drin. Wände überprüfen. Nee, ist nix. Schade. Aber das ist doch sehr verdächtig. Ganze Etage nur für einen kleinen Raum, der dann auch nicht benutzt wird. Ne, komm, stell dich mal dahin. Zaubern. Talana. Hellsicht. Bene Tritzel. Signum et lapis. Und da ist definitiv was. Wie kommen wir da hin? Könnten uns hin teleportieren. Aber das wird nicht ganz im Sinn des Ganzen sein. Na gut, gehen wir erstmal runter. Also, wir prüfen noch ein wenig die Mauern, gehen dann runter und hoffen, dass wir von unten noch einen Zugang bekommen. Aber hier ist nirgendwo irgendwas. Ist ja auch nicht wirklich viel Platz dafür. Oh, wir könnten uns da einbunkern und schlafen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Obwohl, doch, es ist... In einer Festung voller Orks, wo wir gerade das Kriegsbanner zerrissen haben und deren Kasse geplündert haben, sollten wir nicht uns irgendwo mit dem Rücken zur Wand stellen. Sonst kommen von da ganz, 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 ganz viele Orks. Jo, schnell runter. Zack. Bitte nicht eine große Truppe. Wir haben keine Magie mehr für sowas. Rechts oder links? Gehen wir erstmal links. Ah, Sackgasse. Ja, sogar eine richtige Sackgasse. Eine gut getarnte Fallgrube. Also eine Sackgasse mit einer Falle. Das heißt, das ist echt nur dazu da. Oh oh. In der Wand könnt ihr in einer scheinbar zufälligen Muster verteilt etwa ein Dutzend Löcher für Armbrustbolzen oder ähnliches erkennen. Ja, okay. Ein Mechanismus erlegt ihr jedoch nicht. Okay, sehr vorsichtig. Geradeaus. Das ging hier gut. Und noch eine Kiste. Und Ende? Wie jetzt? Okay. Schlossknacken. Eisenhelme, Ringelpanzer, Goldleim, das Gift. Ganz viel Gift. Wir haben keinen Platz mehr. Bei den Ringelpanzer würde ich mir gerne angucken. Talana, hast du was zum Wegwerfen? Werf mal. Proviantpakete weg. Alle, ja. So. Du. Ringelpanzer. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse auf den Ringelpanzer. Nuda Structura Magie. Kann nichts Besonderes erkennen. Na gut, wie stark ist denn der Ringelpanzer? Und kann vielleicht Gwendolyn den tragen? Nein. Okay. Was war das? Rüstungsschutz 13. 12. Aber so viel schlechter als der Schuppenpanzer ist er nicht. Bewegungspunkte nur noch 3. Das ist nicht so schön. Gib mal Tirik. Ja, der kommt immer klar. Das ganze Gift müssen wir leider zurücklassen. Coldlamp ist bestimmt auch viel wert. Also, weil es halt auch ein gutes Gift ist. Aber hier muss irgendwo... Aha. Gwendolyn wirft einen Blick auf die Wand und meint dann plötzlich, das ist doch hier ein Schlüsselloch. Nach kurzem hat Gwendolyn herausgefunden, welcher Schlüssel in das Schloss passt. Und kaum dreht sie ihn um das Schloss, löst sich die Wand vor euch wie von Geisterhand auf. Das hat definitiv nichts mehr mit Orks zu tun. Die Waffenkammer. Sehr schön.
Was haben wir denn hier? Schilde, Lederhelme, Lederzeug, Eisenhelme, ganz viel Krimskrams. Ein Dreizack. Ein Dreizack sieht interessant aus. Also sticht so ein bisschen hervor, weil es nur einen gibt. Deswegen haben wir einen Schlüsselbund. Nein, haben wir nicht. Mist. Schleifstein kann man hier bleiben. Ja. Talana gibt den Schurkenknollengift mal weiter an Gwendolyn. Und die gehen an Tirik. Und Talana spazt den Dreizack und guckt ihn sich mal genauer an. Das war die falsche. Das da. Dreizack. Talana hat ihn. Jupp. Zaubersprechen, Hellsicht, Analyse. Kann sie nicht mehr. Das ist ärgerlich. Haben wir sonst noch irgendwas übersehen? Morgenstern, ein Kufai. Na gut, wir können nicht alles mitnehmen. Und wir wollen eigentlich... Boah, hier geht's aber noch. Oh oh. Ein Ork. Ernsthaft? Nee, 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 keine Magie. Das ist nur ein Ork. Der wundert sich bestimmt genauso doll wie wir. Was zur Hölle, nur ein Ork? Was zur Hölle, 6 Abenteurer? Okay, 7. Auch wenn Kurima nur Anhängsel ist. So, aber ja, hier geht's anscheinend weiter, auch wenn das hier sehr komisch aussieht. Also es müsste ein recht wichtiger Raum sein, wenn das Ganze so einen richtigen Vorhof hat mit Seiten, Säulengängen und so. Das war bestimmt gerade der Handlanger der Magier, der immer nur Trinken holen geht. Du trinkst einen starken Zaubertrank. Und werf die doofe Glasflasche weg. Und du trinkst den Zaubertrank. So, jetzt sind wir wenigstens etwas vorbereitet. Hilft nichts, Tür auf. Schloss knacken. Jetzt haben sie noch mehr Zeit, sich vorzubereiten. Komm schon, Schloss knacken. Und tötet die Magier. Hier sind keine Magier. Sieht aus wie noch eine Schmiede mit diesem Gluteisen da unten. Oh, oder Folterkammer. Wir kommen nicht hierher. Komm ich hierher. Genau das Ding da. Ein volles Bierfass. Wir haben keine Zeit zum Trinken. Eine Menge Waffen. Das ist immer sehr präzise. Aber wir haben schon eine Orknase. Oh, wir könnten so viel Beute hier machen. Theoretisch müssten wir nur alle Orks umbringen. Und dann mit dem Karren immer zwischen hier und der nächstgelegenen Stadt hin und her fahren. Oh, was ist das denn? Der Altar scheint aus einem Block gehauen zu sein. Auf der Oberseite erkennt ihr eine flache Mulde, in der sich Reste von getrocknetem Blut befinden. Ein Opferaltar. So. Ihr kommt in eine große Halle, die vom Schein mehrerer Feuer und Fackeln erhellt wird. Ja. Hier ist nichts. 2 Türen bisher. Schauen wir uns mal Tiriks Karte an. Die Tür haben wir, die Tür haben wir. Okay. Schloss knacken. Es ist komisch, dass Gwendolyn so häufig scheitert. Aber die Orks müssen wohl gute Schlossschmiede haben. Oder ihr Dietriche geben langsam den Geist auf. Was irgendwie wahrscheinlicher ist. Viel mehr Türen.
Oh, das war jetzt nicht gewollt. Schlossknacken. Quellen, ganz ruhig. Schloss knacken. Ne, Foramen. Talana. Ha, geht nicht. Okay. Was mit dir? Schon beerst? Zur Hölle ist das? Dieser Raum dient offensichtlich als Latrine, was sowohl die Löcher im Boden als auch der bestialische Gezank bezeugen. Ja, warum sind da Löcher in der Wand? Ich will es gar nicht wissen. Okay, weg. Vielleicht kommt das alles von oben auch noch runter oder so. Noch eine offensichtliche Sackgasse. Ist hier wieder eine Falle? Oder ist hier irgendwo eine Wand, die wir benutzen können? Nö. Weder das eine, noch das andere. Nix, 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 nix. Okay. Zurück an der Latrine vorbei. An der Tür, die wir nicht öffnen können, vorbei. Komm, Tirik, versuch du mal. Tirik und Girgon. Mit aller Kraft dagegen. Hilft nix. Gewaltsam einschlagen. Hilft nix. Okay. Quillen kam wieder vor. Was sagt die Karte? Da war nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt noch hier rechts oder sonst an der Mauer weitergehen. Also da lang. Oh, eine hässliche Grube könnte da sein. Aber Gott sei Dank erkennt sie alles. Und komm schon. Schloss knacken. Ja. Sieht aus wie eine Schlafkammer. Na auch. Hier haben die Oger ihr schweres Skelett gelagert. Monströse Kriegshämmer und riesige Keulen. Überdimensionale Äxte und Kriegsflegel. Alle Waffen sind zu schwer, um sie zu transportieren. Wollt ihr die Waffen zerstören? Ja. Es dauert zwar eine Weile, aber schließlich sind die schweren Waffen der Oger nur noch ein Haufen nutzloser Schrott. Sehr schön. Aber selbst wenn wir hier fallen sollten, haben wir die Orks doch schon für eine ganze Weile sabotiert. Also einmal Moral gebrochen durch das Zerstören des Banners, dann Waffen zerstört und entehrt durch die Plünderung der Schatzkammer. Also entweder so rum oder wir haben sie einfach nur richtig stinkig gemacht. Was natürlich nicht so schön wäre. Hoppla, meint Gwendolyn und deutet auf einen hauchdünnen Stolperdraht. Okay. Oh, ein Wasserbecken. Dies ist eine lange Tränke, gefüllt, die mit einer Pumpe gefüllt werden kann. Wollt ihr euch dem Wasser trinken oder Wasserschläuche wieder auffüllen? Ja. Unser Mut steigert sich, das ist schon mal gut. Und hier sind... Hier geht's raus. Und hier sind Zellen. Das ist eine komische Kombination. Zellen direkt neben einem Ausgang. Ist in den Zellen was drin? Hier steht eine grob gezummerte Pferdebox. Es sind jedoch nirgendwo Pferde zu entdecken. Das sind gar keine Zellen. Das sind Pferdeboxen. Schade. Oh, was haben wir da? Volles Bierfass. Nein, keine Zeit. Und da kamen wir her. Nein, wir wollen es nicht schon wieder füllen. Was haben wir denn hier? Langer Korridor, eine Kiste. Klacken. Eine Peitsche. Nö. Starken Heiltrank könnte man mitnehmen. Hier liegt ein Stapel mit für Hunden zugeschnittenen Lederharnischen. Och, okay. Oh. In diesem Käfig aus stabilem Holz werden orkische Kriegshunde gefangen gehalten. Wollt ihr die Gitter öffnen, die Hunde durch das Gitter umbringen? Durch das Gitter umbringen. Ihr benötigt einige Minuten für euer blutiges Handwerk. Es ist jetzt unheimlich still. Ja, nicht sehr schön, sie jetzt so aus der Entfernung einfach umzubringen. Vor allem, weil die Tiere selber davon nichts können, aber die würden auf jeden Fall von den Orks benutzt werden, um Menschen, Elfen oder Zwerge anzugreifen.
Hier lagert ein Haufen Hundefutter. Wollt den Haufen näher untersuchen? Och, nö. Muss nicht sein. Schloss knacken. Noch ein Korridor. Definitiv eine riesige Festung. Aber ja, da werden wir erstmal speichern müssen. Und dann gucken wir, was hinter der Tür hier ist. Also bis gleich.